Amen. Vor einem Jahr standen wir hier und haben einen Traum geträumt. Wir wollten in dieses Gebäude und das haben wir geschafft. Mit der Hilfe von fast 25% der Wähler in Sachsen-Anhalt. Und diesen Erfolg, meine Damen und Herren, den werden wir in die Zukunft tragen. Und das, wovor diese Herrschaften da drüben wahnsinnig Angst haben, ist, dass wir nächstes Jahr mit überragendem Erfolg in den Bundestag einziehen werden. Und das, meine Damen und Herren, haben wir vor. Und da wird uns auch niemand von abhalten. Was für ein Tag. Der 9. November, der Schicksalstag der Deutschen an sich. Wir werden danach eher noch etwas zu sagen, aber zuallererst, wir haben in Amerika einen neuen Präsidenten. Einen Präsidenten, der wahrscheinlich für viele Überraschungen gut sein wird. Aber er wird auch eins sein. Er wird ein Präsident des Wechsels sein. Er wird Schluss machen mit politischer Korrektness. Er wird Schluss machen mit TTIP. Und er wird wahrscheinlich Schluss machen mit Kriegen, in die Amerika zurzeit verwickelt ist. Und das, meine Damen und Herren, kann nur gut sein für die Welt. Und deshalb herzlichen Glückwunsch zur Wahl des, als Präsident an Donald J. Trump. Ganz sicher auch unsere Freunde von der linken Seite dort hinten, dass die Begeisterung bei denen nicht so groß ist heute, dafür haben wir Verständnis. Aber unsere Lautsprecher sind laut genug, ich glaube, wir hören uns. Was wollen wir heute machen? Wir haben viel vor. Wir haben drei Redebeiträge. Wir wollen unsere obligatorische Runde durch die Stadt laufen und werden dabei noch eine Kranzniederlegung haben. Zuallererst hören wir den Silberrücken von Magdeburg, unseren Landtagsabgeordneten Oliver Kirchner. Und ich bitte ihn jetzt auf die Bühne. Einen schönen guten Abend Sachsen-Anhalt, einen schönen guten Abend Magdeburg, hallo Deutschland. Здравствуйте, дорогие друзья, привет, патриоты. Auch ich glaube, es ist der Hauch des Widerstandes und des persönlichen Ungehorsams. Und das ist auch richtig so. Die AfD meldet sich nach 7 Monaten Parlamentarismus dort zurück, wo schon einmal alles begann. Auf der Straße. Und auf der Straße werden wir auch weiterhin die Probleme unserer Bürger und die massiven Probleme der illegalen und unkontrollierten Masseneinwanderung nach Deutschland ansprechen. Und zwar genau dort, wo diese Probleme entschieden werden. Genau dort hinten, vor diesem Landtag und nicht vor einem Asylbewerberheim. Ein Wort zu euch, liebe Freunde, Wähler, Bürger und Patrioten. Ihr seid ein Publikum, wie ich es mir wünsche und wie ich es mir vorstelle. Und es ist etwas ganz anderes, als wenn man im Parlament spricht und redet und in diese frustrierten,
dauerbetroffenen Flügel der Links-Rot-Grünen hineinschaut, wo es nunmehr nur noch unfreundliche, undemokratische und ideologische Gestalten gibt, liebe Freunde. Die gefälschten Pässe eingereist sind, das ist wirklich der Gipfel des Unrechtsbewusstseins einiger Beamten hier in unserem Land. Ausgesprochen wichtiges Merkmal. Denn wenn ich mir anschaue, wie zögerlich hier momentan die Deutschkurse angenommen werden, habe ich leichte Zweifel daran, dass die Personen, die im letzten Jahr hier eingereist sind, einen wirklichen Integrationswillen mitbringen. Noch bedenklicher allerdings stimmt mich die innere Sicherheit in unserem Land bezogen auf die Kriminalitätsraten der Asylbewerber und der Menschen mit Migrationshintergrund. AfD-Lied von Jennifer Rostock geantwortet. Und dieses AfD-Lied werden wir uns jetzt anhören. Melanie Halle. Bitte, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, guten Abend, liebe Mitstreiter. Vielen Dank, dass wir hier zusammen in der Kälte frieren können. Ja, viele von Ihnen erinnern sich vielleicht an das Lied von der Jennifer Rostock. Einige kennen auch vielleicht die Antwort von mir. Für diejenigen, die es nicht kennen, genießen Sie es jetzt. So ist die Lage, zum Beispiel Manuela Schwesig von der Kammer lernen, sich eine Stiftung anzustellen, um Hate Speech zu entfernen. Es liegt halt den Sozialdemokraten, ihre Nachbarn zu verraten. Ein anderes Thema, das sind diese Mecklenburger Linke. Ich meine diese Protestpartei, deren Umfallwerte sinken. Kein Wunder, ist sie doch nur Schluss aus Alten, verkalkten Stasi-Opas, die sich Schlägertruppen halten, den Bürger komplett durchleuchten, Mauerschützenblatt verleugnen, von Köln und Nizza und Paris, da wollen sie nicht hören, sie lassen sich von Terroristen auch nicht weiter stören, am Ende dieses fulminanten Multikulti-Traumes. Wartet auf uns der Verlust des öffentlichen Raumes gegen diese Invasion. Hilft nur eins, Remigration. Wo CDU und Grüne alle Unterschiede streichen, wo Illegale täglich unser Staatsgebiet erreichen, wo alle laut geschaffen, dass wir Steuergeld krakeln. Da gibt es nur, da hilft nur eins, die Altparteien abwählen. Deshalb heißt die Direktive, wir wählen Alternative für Deutschland. Melanie Halle, das kann ein bisschen stürmischer sein hier. Vielen Dank. Dankeschön. Wir werden Sie nachher nochmal hören. So, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, weil es auch ungemütlich lärmig ist da hinten in der Ecke. Mehr können die wahrscheinlich nicht. Ich bin verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass wir uns friedlich durch die Stadt bewegen, dass wir es unterlassen, von der Demonstrationsroute abzuweichen, dass wir den Anweisungen der Polizei Folge leisten werden und dass wir uns hoffentlich nach unserer Runde hier alle wieder versammeln, um den nächsten Hauptredner, unseren André Poggenburg, zu hören. Ich würde Sie bitten, wer an dem Marsch teilnehmen müsste, möchte sich jetzt hier an der Seite aufzustellen und hinter unserem Plakat hinterherzulaufen. Nehmen Sie die Fahnen mit, nehmen Sie die Plakate mit und viel Spaß.
Ah!
sehr, sehr belebend. Vor allem die ganzen Nazis an der Strecke, ne? So, wie geht am letzten Wochenende das große Vergnügen zur Kompaktveranstaltung in Berlin zu sein? Das Thema Meinungsfreiheit stand auf dem Programm. Es waren sehr hochkarätige Gäste, unter anderem auch André Poggenburg, unser Landesvorsitzender, unser Fraktionsvorsitzender, und er schlug sich dort wirklich gut, eine sehr feine Rede gehalten, viel beachtet, kann man bei YouTube auch nachsehen, wer nicht da sein konnte, kompakt.de. Und Herr Elsässer moderierte die Gesprächsrunde an, Andres Gesprächsbeitrag mit den Worten: Wir begrüßen den Löwen von Sachsen-Anhalt. Und da werde ich mich natürlich jetzt anschließen. Und André weiß, dass er einen neuen Spitznamen hat. André Poggenburg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Magdeburger und Gäste, hochgeschätzte Mut- und Wutbürger. Wir sind heute hier zusammengekommen, um gegen Multikulti um jeden Preis und für die Sicherheit und friedliche Zukunft unserer Kinder und nachfolgender Generationen zu demonstrieren. Dazu haben wir uns an einem 9. November, also an einem geschichtsträchtigen Tag, zusammengefunden. An diesem Tag sind unserer Geschichte sehr negative Ereignisse, aber auch sehr positive Ereignisse geschehen. Wir erinnern uns an eine Reichspogromnacht. Wir erinnern uns aber auch an einen Mauerfall. Und liebe Freunde, wir haben uns trotz großem Widerstand nicht von diesem Datum abbringen lassen, denn es gibt keinen falschen Kalendertag, um gegen Terror und Gewalt zu demonstrieren. Und genau das sollten die Provokateure auf der anderen Seite einmal begreifen lernen. Die haben nämlich selber gar keine wirkliche Meinung. Die wollen nur Meinung beschneiden. Die wollen die Meinung von friedlichen Demonstranten verhindern. Die sollen sich gerade an diesem Tag schämen. Mehr können aber einige dieser Linksidioten auch gar nicht mehr. Und das ist auch ganz, ganz gut so. Auch in anderer Hinsicht haben wir heute einen wichtigen Tag. Das Volk in den Vereinigten Staaten hat nämlich gewählt. Und wichtiger als die Frage, wen sie denn dort zu ihrem Präsidenten gewählt haben, wichtiger als diese Frage ist, was sie denn gewählt und was sie abgewählt haben. Diese Frage ist viel wichtiger. In den USA hat man sich nämlich ganz, ganz klar entschieden für politische Veränderung und hat sich entschieden gegen etablierte Politik. Man hat sich für einen politischen Neuanfang entschieden. Und das kennen wir in Deutschland auch. Das wollen auch hier immer mehr Menschen. Und deswegen muss ich sagen, danke an Donald Trump für dieses Ergebnis. Genau wie dort, genau wie hier in Deutschland, fordern immer mehr Menschen eine neue Politik. Die wollen mehr Ordnung und Sicherheit. Die wollen Nationalstaatlichkeit statt Turboglobalisierung. Die wollen kein Multikulti. Die wollen eine ganz klare Kante gegen diese unverschämte und perverse Islamisierung. Auch das war ein deutliches Zeichen dagegen.
Wenn Donald Trump in seinem Wahlkampf sagte, ein Land, das seine Grenzen nicht schützen kann, ist kein Land, dann kann ich nur sagen, bravo, Herr Trump, Sie haben es verstanden. Genauso ist das. Und wenn eine Merkel-Einheitsriege das nicht erkennen will und uns unverantwortlich, verantwortungslos in einer ungeordneten Massenwanderung und all ihren Folgen preisgegeben hat, muss ich sagen, gilt heute umso mehr. Merkel muss weg! Besser hätte ich es nicht sagen können. Und wenn dann unser Außenminister einen Kandidaten Trump als Hassprediger bezeichnet, und wenn eine Verteidigungsministerin im Auge des guten Wahlergebnisses von einem großen Schock spricht, dann sehen wir, die dort oben hat die pure Angst gepackt. Die haben Riesenangst davor, dass auch hier in Deutschland eine politische Kraft für gewaltige Veränderungen sorgen wird. Und das ist selbstverständlich die Alternative für Deutschland. Richtig. Wir werden den Politikwechsel aber nur erringen, wenn sich alle echten demokratischen und patriotischen Kräfte besinnen und gemeinsam daran beteiligen. Und sich keine gegenseitige Distanzierung aufzwingen lassen. Und wir werden diesen Wechsel nur erringen, wenn wir den Kampf als Protest auf der Straße, so wie heute hier oder bei den sehr bekannten Pegida-Demonstrationen oder auf einer anderen Weise, nämlich im Parlament, in parlamentarischer Arbeit, auf beiden Seiten gleichzeitig führen. Darf uns keine Anstrengung zu groß sein, keine Mühe zu mühsam sein, um unsere Identität zu bewahren und damit Deutschland und unser deutsches Volk zu retten. Liebe Freunde, wenn ich den Islam vorhin pervers nannte, dann meine ich das auch so. Denn was dieser Islam mit jungen Mädchen in seinen Kinderehen veranstaltet, ist eine Perversion und Schande ohne Gleichen. Laut Bundesinnenministerium sind aktuell ca. 1475 minderjährige Verheiratete registriert. Pfui. Und davon aber wiederum 361 unter 14-Jährige, also Kinder, liebe Freunde. In Sachsen-Anhalt sind es übrigens laut Auskunft und Anfrage der AfD-Fraktion ca. 30 Fälle. Das heißt, 30 Fälle zu viel. Die AfD hat dazu in mehreren Landtagen, so vor kurzem auch im Landtag Sachsen-Anhalt, Anträge gegen diese Kinderehen eingebracht, die erwartungsgemäß von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurden. Von Linksideologen war da auch nichts anderes zu erwarten. Aber dass sogar eine ehemals, ich betone ehemals, konservative CDU sich dem verweigerte, war mehr als bezeichnend und demaskierend für diese Partei, die nichts mehr mit konservativ zu tun hat. Wer sich nicht klar und eindeutig gegen Kinderehen auf deutschem Boden ausspricht, der macht sich indirekt mitschuld an Kindesmissbrauch. Punkt. Das deutsche Volk will solche und andere Kulturbereicherungen ganz klar nicht. Wir wollen keine Kinderehen. Wir wollen keine radikalen Religionen. Wir wollen keine Paralleljustiz. Und wir wollen keinen Terror in unserem schönen Deutschland. Und wenn man uns bei diesen einfachen Forderungen als
rechtspopulistisch bezeichnet oder irgendwelche Phobien unterstellt, dann darf uns das einfach nicht erschrecken. Das sind nur Anzeichen. Das sind Anzeichen fehlender sachlicher Argumente. Und dies zeigt deutlich, wie abgewirtschaftet am Ende dieses verfilzte Parteienkartell schon ist. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank. Frau Nochkanzlerin Merkel, ja, wir schaffen das. Wir schaffen Sie. Vielen Dank. Markus Spiegelberg versucht in Weißenfels an einer öffentlichen Veranstaltung zum Ehrengedenken anlässlich des 9. November teilzunehmen. Er wurde des Raumes verwiesen. Ein gewählter Landtagsabgeordneter wurde von einer öffentlichen Gedenkveranstaltung verwiesen, weil er AfD-Mitglied ist. Wo, meine Damen und Herren, sind wir gelandet? Unglaublich. Wenden wir uns der nächsten und letzten Rednerin zu. Wir haben alles möglich gemacht. Wir hatten heute Kultur, wir hatten Spaziergang und jetzt haben wir sogar den Hochadel hier. Begrüßen Sie mit mir Frau Beatrix von Storch. Ja, liebe Freunde, wir stehen hier heute Abend und demonstrieren unter dem Motto gegen Multikulti um jeden Preis. Ein Motto, das ich nicht unbedingt teile. Ich bin nicht gegen Multikulti um jeden Preis. Ich bin gegen Multikulti, egal zu welchem Preis. Multikulti heißt, wir geben unsere Kultur auf, wir pfeifen auf sie und seien Sie mal ganz leise, dann können Sie die Pfeifen hören, die auf unsere Kultur pfeifen. Pfeift mal, ihr Pfeifen! Wir haben schon einen hohen Preis für Multikulti bezahlt, einen sehr hohen. Wir haben Parallelgesellschaften in vielen Innenstädten oder Städten. Wir haben No-Go-Areas, die wachsen. Und jetzt will unser Bundesjustizminister Kinderehen nicht unbedingt verbieten. Das ist gelebtes Multikulti. Das hat Multikulti mit unserer Gesellschaft gemacht. Es wird Zeit, dies als Ideologie zu entsorgen. Das ist unsere Aufgabe als AfD. Gleichzeitig dürfen wir nicht versäumen, die Hintermänner ans Licht zu ziehen. Schadet nach Hause.